Herr Mücke, wie sind Sie zur Demokratie gekommen? Das war 1989, als die Demonstrationen, die ersten stattgefunden haben in Dresden, damals vom Hauptbahnhof. Und ich habe gemerkt, dass es darum geht, wie sich mein Land, in dem ich lebe, weiterentwickelt. Und dass es meine Angelegenheit ist und dass mich das ganz persönlich betrifft, wie meine Zukunft gestaltet wird. Und der ganz konkrete Anlass, auch sich politisch zu engagieren, war die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl 1990. Da bin ich bei einer Wahlveranstaltung gewesen, bei der Hans-Dietrich Genscher gesprochen hat. Und das, was er dort bei dieser Veranstaltung in Meißen damals im November 1990 erzählt hat, über ein einheitliches Europa, über die Chancen, die wir als junge Leute dadurch gewonnen haben, das hat mich tief beeindruckt. Und ich habe gemerkt, dass eine Demokratie was ist, was alle angeht. Und deshalb habe ich mich doch auch dafür entschieden, mitzumachen. Und als Extremist oder an den Rändern des politischen Spektrums würden Sie ja mehr Medienaufmerksamkeit bekommen und wahrscheinlich auch mehr Gage in Fernsehsendungen und Ähnliches. Ist das denn kein Aspekt, der Sie interessiert? Also bis jetzt bekomme ich keine Gage und würde auch keine nehmen, wenn ich in eine Fernsehsendung gehe. Aber die Medienöffentlichkeit an sich sollte kein Grund sein, seine politischen Überzeugungen hinten anzustellen. Politische Extreme haben auch, glaube ich, nicht das als den eigentlichen Hintergrund, sondern sie wollen eine radikale Gesellschaft, die auf den Einzelnen wenig Rücksicht nimmt. Das sehe ich als Liberaler ganz anders. In einer freien Gesellschaft zählt das Los des Einzelnen und das, was er aus sich und seinem Leben machen kann. Dafür braucht er möglichst viel Freiheit und deshalb würde ich nie einer extremistischen Strömung angehören wollen. Was war das erste öffentliche Mandat, was Sie angenommen haben? Ich bin als relativ junger Kerl noch mit 22 gewählt worden als Stadtrat in meiner Heimatstadt in Dresden und das hat mich mit unheimlichem Stolz erfüllt, dass man auch als relativ junger Mensch Abgeordneter werden kann und halt auch gerade für Menschen in meinem Alter auch die Interessen dieser Altersgruppe zur Geltung bringen kann. Und das war für mich eine unheimlich schöne Erfahrung und es hat mich tiefer in die Politik gebracht, als ich eigentlich dachte. Wenn Sie in Deutschland einen Aspekt einer Demokratie verbessern könnten oder verändern, was wäre das? Das wäre, dass wir wegkommen von diesen traditionellen Parteibindungen, sondern ich möchte, dass sich die Wähler wirklich unabhängig davon, ob man einer großen oder einer kleinen Partei angehört, die Programme der Parteien genau ansehen, die Kandidaten der Parteien genau ansehen und dann entscheiden, weil ich glaube, dass Deutschland viele, viele gute Ideen hat und diese Ideen nur richtig eine richtige Mehrheit brauchen. Und darauf vertraue ich auch, dass das passieren wird. Ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler ganz genau und auch immer kritischer hinsehen, was ihnen die politischen Parteien an Programmen offerieren. Und da mache ich mir um die Liberalen relativ wenig Sorgen, weil wir ein sehr gutes Programm haben. Vielen Dank fürs Gespräch. Okay.